Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spanart. In der letzten Folge haben wir euch unter anderem das Thema Schneidkeilgeometrie näher gebracht. Dabei wollen wir euch heute zeigen, aus welchen Materialien dieser bestehen kann und welche Vor- und Nachteile diese Schneidstoffe jeweils bieten. Außerdem werden wir uns dem Thema Beschichtung widmen. Dazu dürfen wir später noch einen Gastkommentator von Oerlikon Balzers bei uns begrüßen. Aber starten wir erstmal mit dem Thema Schneidstoffe. Die Schneidstoffe müssen während ihres Einsatzes verschiedensten Belastungen standhalten. Dazu muss der Schneidstoff zäh genug sein, um bei Druck- und Zugbelastungen oder großen Temperaturschwankungen nicht zu brechen. Gleichzeitig soll er aber auch hart genug sein, um nicht durch Abrieb zu verschleißen. Hinzu kommen noch die Beständigkeit gegen chemische und physikalische Verschleißarten, wie Oxidation und Diffusion. Oxidation ist die Reaktion des Schneidstoffs mit den Umgebungsmedien, wie dem Werkstoff, dem Kühlmittel oder der Umgebungsluft. Zum Beispiel sieht man oft bei der Trockenbearbeitung eine schwarze Zunderschicht auf der Schneidplatte. Das ist eine Reaktion mit dem Sauerstoff in der Luft. Diffusion ist der Platzwechsel von einzelnen Atomen unter hohen Temperaturen und Drücken. Dabei wandern Bestandteile des Schneidstoffs in den Werkstoff oder umgekehrt und können hierdurch den Schneidstoff schwächen. Hier seht ihr eine grafische Übersicht der gebräuchlichsten Schneidstoffe. Manche Schneidstoffe sind sehr hart, dafür brechen diese jedoch bereits bei geringen Belastungsspitzen. Andere Schneidstoffe hingegen sind wiederum sehr zäh, verschleißen jedoch sehr schnell durch mechanischen Abrieb. Am meisten Verwendung finden hier Kompromisslösungen, welche ein ausgewogenes Verhältnis von Bruchsicherheit zu Verschleißsicherheit bieten. Aber wie so oft hängt es vor allem von der Anwendung ab, welche Eigenschaften hier sinnvoll und gut sind. Schauen wir uns nun einmal die einzelnen Schneidstoffe genauer an. HSS, High Speed Steel oder im Deutschen Hochleistungsschnellarbeitsstahl genannt, ist ein hochlegierter Werkzeugstahl. Dieser Schneidstoff bietet im Vergleich zu den anderen Schneidstoffen die höchste Zähigkeit, weist jedoch auch die geringste Härte auf. Durch eine Warmhärte von ca. 600 Grad kann hiermit nur eine vergleichsweise geringe Schnittgeschwindigkeit realisiert werden. Es tauchen hier immer wieder die Begrifflichkeiten HSSE, HSSQ8 oder PM-HSS auf, wo viel Unwissenheit herrscht. HSSE ist ein HSS mit einem höheren Kobaltanteil, zum Beispiel HSSQ5 oder HSSQ8. Kobalt bewirkt eine höhere Warmhärte und dadurch einen höheren Verschleißwiderstand gegen Abrieb. Umgekehrt jedoch auch eine Verschlechterung der Zähigkeit, weswegen hier nicht generell gesagt werden kann, dass HSSQ8 immer besser ist. Es kommt hier auf die Anwendung an. PM-HSS hingegen beschreibt lediglich, wie das HSS hergestellt wurde. In diesem Fall werden die Legierungskomponenten in Pulverform vermischt und dann gesintert. Das bietet den Vorteil, dass sich die Karbide, auch Hartstoffe genannt, gleichmäßiger im Material verteilen, was sich wiederum positiv auf die Schneidstoffeigenschaften auswirkt. Eingesetzt wird HSS vor allem bei stark wechselnden Schnittkräften, wo er seine Vorteile ausspielen kann. Zum Beispiel, wenn die Schnittkanten von ausgebrannten Werkstücken gefräst werden müssen. Hier kommt es zu sehr unregelmäßigen Materialeigenschaften. Dabei kann ein PM-HSS-Fräser eine super Alternative gegenüber Hartmetall sein. Ebenfalls ist der Schneidstoff durch seine gute Schleifbarkeit bei Profilwerkzeugen sehr beliebt. Für viele nichtmetallische Werkstoffe oder der Einzelteilfertigung von Metallwerkstücken ist es oft auch finanziell sinnvoll, auf HSS-Werkzeuge zurückzugreifen. Kommen wir zu dem aktuell meistgenutzten Schneidstoff in der spanten Bearbeitung, dem Hartmetall. Hartmetall besteht hauptsächlich aus harten Wolframkarbiden und Kobalt oder Nickel als Bindemittel. Für eine höhere Temperaturbeständigkeit werden je nach Bedarf noch Titankarbide oder Tantalkarbide hinzulegiert. Ein höherer Karbidanteil erhöht die Härte, wohingegen ein größerer Anteil an Bindemittel zu einer besseren Zähigkeit führt. Ebenfalls kann durch ein feineres Pulver eine bessere Verschleißfestigkeit und Zähigkeit erreicht werden, je nach Korngröße auch Fein- oder Feinskornhartmetall genannt. Bei der Herstellung werden die verschiedenen Legierungselemente in Pulverform gemischt, in Form gepresst und gesintert, sprich zusammengebacken. Durch die verschiedenen Zusammensetzungsmöglichkeiten und eine Warmhärte von bis zu 1000 Grad Celsius bietet Hartmetall ein großes Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten. Der Schneidstoff wird vor allem bei Wendeschneidplatten einer Hauptanwendungsgruppe nach ISO 513 zugeordnet. Dabei werden die Schneidstoffe mittels Buchstaben und Zahlencodes ihren Anwendungsmöglichkeiten entsprechend eingeordnet. Je kleiner die Zahl, desto härter und verschleißfester ist der Schneidstoff. Je größer die Zahl, desto zäher und bruchfester ist der Schneidstoff. Hieraus kann der Anwender die für seine Anforderungen geeignete Schneidstoffsorte auswählen. Ein Zwischenschritt hin zur Schneidkeramik stellt das sogenannte Zermet dar.
Hierbei handelt es sich um ein Hartmetall, bei welchem anstatt Wolframkarbid Titankarbid oder Titannitrid die Grundlage bildet. Auch hierbei dienen Nickel oder Kobalt als Bindemittel. Zermet zeichnet sich durch seine große Warmhärte von bis zu 1200 Grad Celsius und seine Verschleißfestigkeit aus. Es wird für Schlichtbearbeitung mit hohen Schnittgeschwindigkeiten beim Drehen und Fräsen von Guss, Stahl und rostfreien Stählen verwendet. Schauen wir uns jetzt einmal die Schneidkeramik an. Die Schneidkeramik wird in zwei Untergruppen eingeteilt. In die oxidischen, wie Oxidkeramik, Mischkeramik und viskerverstärkte Keramiken, als auch in die nicht-oxidische, wie Siliziumnitridkeramik. All diese Keramiken bieten gewisse Vor- und Nachteile für die Bearbeitung. Allgemein sind Keramiken im Gegensatz zu Hartmetallen wesentlich bruchanfälliger durch schlagartige Belastungswechsel oder Temperaturwechsel. Jedoch können sie bei konstanten Schnittbedingungen einen enormen Verschleißvorteil bieten. Sie glänzen vor allem durch die hohe Warmhärte von bis zu 1500 Grad Celsius und eine geringe Neigung zu chemischen oder physikalischen Reaktionen mit dem Werkstoff. Haupteinsatzgebiete für die Bearbeitung mit Schneidkeramiken sind Guss, Hartbearbeitung und hochwarmfeste Werkstoffe. Kommen wir nun zum polykristallinen kubischen Bornitrid, meist CBN genannt. CBN ist der zweithärteste Schneidstoff, jedoch der mit der höchsten Warmhärte von bis zu 2000 Grad Celsius. Auch hier kann wieder über die Korngröße und Bindemittelanteil Einfluss auf die Härte und Zähigkeit genommen werden. Je größer der Bornitridanteil und je größer die Korngröße, desto verschleißfester wird der Schneidstoff. Jedoch wird bei größeren Korngrößen die Schneidkante gröber, was eine schlechtere Oberfläche erzeugt. CBN wird teilweise als massive Wendeschneidplatte gesintert. Zumeist jedoch aus Kosten- und Effizienzgründen auf einen Hartmetallträger aufgesintert und dann auf einen Träger, wie zum Beispiel eine Wendeschneidplatte, aufgelötet. CBN-Werkzeuge kommen hauptsächlich bei der Bearbeitung von gehärteten Stählen und Guss zum Einsatz. Durch das Schlichten mit CBN können Schleifbearbeitungen teilweise ersetzt werden, was einen großen finanziellen Vorteil bietet. Als letzten Schneidstoff wollen wir euch noch Diamant vorstellen. Diamant ist das härteste uns bekannte Material, hat jedoch nur eine Warmhärte bis 600 Grad Celsius. Daher darf der Schneidstoff nicht zu heiß werden, damit er seine Härte nicht verliert. Es wird hierbei nochmals in natürlichen und synthetischen Diamant unterschieden. Diese können jeweils monokristallin, sprich als ein Kristall, als auch polykristallin, sprich als viele Kristalle vorliegen. Am meisten Verwendung bei den Schneidstoffen findet industriell hergestellter polykristalliner Diamant. Vereinfacht erklärt wird der polykristalline Diamant, allgemein als PKD bekannt, auf eine Hartmetallunterlage aufgesintert. Hieraus können die für das Werkzeug benötigten Schneiden ausgelasert und anschließend auf den Träger aufgelötet und geschliffen werden. Diese PKD-Werkzeuge werden meist für hochsiliziumhaltiges Aluminium, Nichteisenwerkstoffe und vor allem in der Massenteilfertigung dieser Werkstoffe eingesetzt. Monokristalliner Diamant hingegen wird aufgrund seiner extrem glatten Schneidkante hauptsächlich für Feinbearbeitungen eingesetzt. Beispielsweise werden hier mit Kontaktlinsen oder Spritzgussformen mit extrem hohen Oberflächenanforderungen sparend bearbeitet. In eisenhaltigen Werkstoffen sind Diamantwerkzeuge aufgrund der Diffusionsneigung des Kohlenstoffs hin zum Eisen kaum einsetzbar. So viel zum Thema Schneidstoffe. Kommen wir nun zum Thema Beschichtung. Hierzu freuen wir uns, Herrn Fritsche von der Firma Early Convulsors bei uns begrüßen zu dürfen. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und heute bei uns sind. Ja, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. Herr Fritsche, direkt mal die erste Frage. Warum werden Werkzeuge beschichtet? Ja, Hauptgrund für Beschichtungen in der Zerspannungs- oder Aufzerspannungswerkzeugen ist die Steigerung der Wirtschaftlichkeit. Sozusagen als Gegenpart zu den unterschiedlichen Verschleißmechanismen, egal ob gegen abrasiven Verschleiß, durch die Erhöhung der Härte bei modernen Schichten, reden wir von ca. Über 3000 HV gegenüber normales Hartmetallsubstrat gegen 2200 HV, eine deutliche Steigerung. Zudem gegen adhesiven Verschleiß durch die geringeren Reibwerte unserer Schichten reduziert man die Neigung auf adhesiven Verschleiß, sprich Aufklebungen der zerspannten Materialien auf der Werkzeugschneide. Zusätzlich dazu ist es eine Isolation für die Hartmetallsubstrate. Das ist entsprechend wichtig für Ultrafeinstkorn- oder Feinstkornmaterialien, die heutzutage Anwendung finden, um den Kobaltanteil, sozusagen das Bindemittel des Wolfram-Karbids, zu schützen vor der hohen thermischen Belastung von bis zu oder über 1000 Grad in modernen Zerspannungsprozessen. Jetzt haben wir ja wahrscheinlich schon viele Leute etwas von PVD- und CVD-Beschichtungen gehört. Erklären Sie uns doch bitte einmal ein wenig, was das genau ist und was so die Unterschiede dazwischen sind. Beide gehören zu der Gruppe der Dünnfilmbeschichtungen.
die hauptsächlich in der auf Zerspannungswerkzeugen Einsatz findet. CVD ist, wie es der Name schon sagt, ein chemisches Verfahren, also chemische Gasphasenabscheidung. Dabei werden Werkzeuge oder auch zu beschichtende Materialien umströmt von gasförmigen Schichtbestandteilen. Das heißt, überall dort, wo Gas in dieser Beschichtungskammer auftreten kann auf das Werkzeug, wird auch Schicht abgeschieden. Das heißt, auch Innenkonturen oder Hinterschneidungen können damit beschichtet werden. Der ganze Prozess läuft bei über 1000 Grad. Aufgrund der Diffusion, also wenn dieses Gas sich ablegt und reagiert mit der Hartmetalloberfläche, bildet sich sozusagen eine Diffusion. Das heißt, das Material verbindet sich sehr stark mit dem Grundmaterial. Beim PVD reden wir sozusagen von einer anderen Art der Abscheidung. Das ist ein physikalisches System, physikalische Gasphasenabscheidung. Und das liegt nur bei 450 Grad. Da gibt es unterschiedliche Arten, wie zum Beispiel das Spattern, das HIPIMS, einer Weiterentwicklung, das Spatterverfahren, wo mit höheren Energien gearbeitet wird. Und natürlich auch das ARC-Verfahren, was ich jetzt im nächsten Video nochmal genauer erklären würde. Das ARC-Verfahren oder auf Deutsch Lichtbogenverdampfung findet in einer Vakuumkammer bei ca. 450 Grad statt. Dabei werden feste Materialien durch die Lichtbogenzündung verdampft und in den gasförmigen Zustand überführt. Diese gasförmigen Materialien werden im Plasma ionisiert und werden dadurch am Gegenpol angeschlossene Werkzeug transportiert und lagern sich danach auf die Werkzeugoberfläche an. Die Werkzeuge rotieren dabei im Idealfall dreifach in der Beschichtungskammer, um eine konstante und gleichbleibende Schichtdicke zu realisieren. Flächen, die abgedeckt sind oder in Hülsen stecken, werden dabei nicht beschichtet in diesem PVD-Verfahren. Nach der Ablagerung bildet sich eine harte Nitritschicht. Ja, jetzt haben wir in diesem sehr interessanten Video mal dieses besondere Verfahren der Beschichtung kennengelernt. Wenn wir über Schichtdicken reden, von welchen Größen reden wir denn da eigentlich? Also im klassischen PVD reden wir von Schichtdicken von ungefähr 3 μ, welche wir im Standort abscheiden. 3 μ sind 0,003 mm. Und einfach mal zum Vergleich, um das einfach besser sich vorstellen zu können. Ein menschliches Haar hat 0,05 mm, das heißt 50 μ im Vergleich. Das heißt, die Schichten sind trotz ihrer extremsten Leistungsfähigkeit sehr dünn, um eine exakte Genauigkeit auf Werkzeugen und natürlich im späteren Zerspannungsprozess zu realisieren. Als praktischer Tipp, CVD-Platten erkennt man dadurch, dass die Innenbohrung beschichtet ist, dadurch, dass diese auch mit dem Gas im Beschichtungsprozess in Berührung kommt. Bei der PVD-Platte ist diese Schicht frei. Ja, alles klar. Jetzt haben wir relativ schön Beschichtungen in Verbindung mit den verschiedenen Fertigungsverfahren gebracht. Jetzt haben wir beim Fertigen natürlich auch eine Vielzahl an unterschiedlichen Werkstoffen. Wie kann denn darauf reagiert werden? Darauf wird reagiert unter anderem auch mit den entsprechenden Schichtmaterialien. Das heißt, was wird abgeschieden in den einzelnen Prozessen? Als Beispiel würde ich jetzt einfach mal nennen die Nickel-Basis-Legierungen, wo wir mit sehr hohen Temperaturen im Zerspannungsprozess konfrontiert sind, bis zu 1000 Grad. Dort arbeitet man hauptsächlich mit aluminiumbasierten Schichten. Diese haben eine sehr hohe thermische Isolierung und schützen somit das Hartmetallsubstrat. Also genauer gesagt der Bestandteil der Binderstruktur des Kobalts in modernen Ultrafeinskorn-Hartmetallen. Anderes Beispiel kann zum Beispiel sein bei NE-Metallen, zum Beispiel bei der Aluminiumbearbeitung, die sehr stark zu adhesivem Verschleiß, also Aufklebungen neigen, arbeitet man mit kohlenstoffbasierten Schichten. Das kann zum Beispiel sein DLC-Schichten, also Diamond Like Carbon. Hier ist einfach der Vorteil, Kohlenstoff ist chemisch sehr inert, das heißt sehr träge, sich mit anderen Materialien zu verbinden und ist sozusagen das richtige Schichtmaterial für diese Anwendung. Wenn wir dann über Aluminiumlegierungen über 12% Siliziumanteil sprechen, das heißt eine höhere Härte resultiert bekommen, arbeitet man darüber hinaus mit Diamantbeschichtungen mit höheren Härten von bis zu 10.000 HV, die an einen natürlichen Diamant heranreichen. Ja, Herr Fritsche, vielen Dank für Ihren heutigen Beitrag zum Thema Beschichtungen.
Sehr gern. Und das war's auch schon. Wir sind am Ende der zweiten Folge angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wir freuen uns, euch nächstes Mal wieder begrüßen zu dürfen bei der nächsten Folge von Spanart. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.